Lass es wachsen und treiben, bis die Haare in voller Blüte stehen. Dann wird das Messer gezückt. Zeit für eine ordentliche Bartpflegekur. Der Bart sieht ein bisschen außer Form aus, dadurch, dass die Haare ein bisschen über der Unterlippe drüber stehen. Wir werden jetzt einfach den Bart ein bisschen trimmen. Da passiert jetzt also nicht so wahnsinnig viel, aber wir werden ihn ein bisschen in Form bringen und auch wieder ein bisschen gepflegter dann aussehen lassen. Roland Schott ist der Barbier von Herten. Normalerweise ist Robert Friseurmeister. Seit ein paar Jahren jedoch ist der Figaro auch ein waschechter Bartdompteur. Ob mit Elektrorasierer oder rustikaler Klinge, Robert kann in seinem Salon jeden haarigen Wunsch erfüllen. Bartträger sind eben anspruchsvolle Typen. Der Luke ist halt einer, der aus dieser Rock'n'Roll-Szene kommt. Und da ist Bartkoteletten eigentlich ziemlich angesagt. Und ich denke mal, das hat auch mit dem momentanen Zeitwandel zu tun, dass Bärte immer mehr im Kommen sind. Ne? Die Frau hat sich mittlerweile so dran gewöhnt. Und habe ich ihn einmal abgerasiert und hat sie gesagt, bitte sofort stehen lassen, sieht aus wie ein Bubi. Auch Mann will es sich richtig gut gehen lassen. Jetzt bekommt er quasi eine Dampfpackung, eine Kompresse. Damit werden die Poren geöffnet und wir kriegen die Haare besonders weich dadurch und können dann gleich auf die feuchte Haut, die schon auch ein bisschen Wärme dann gespeichert hat, auch gut rasieren. Nach der Wohlfühlpackung wird das Stoppelfeld im Gesicht kräftig eingeseift. Danach ist in Rolands Barbershop Showdown. Rasierklinge trifft wildes Barthaar. Je ebener eine Haut ist, desto weniger Schnitzer sind vorprogrammiert. Je unreiner eine Haut ist, desto eher kann mal was passieren. Aber es kann auch mal was passieren. So wie beim jetzigen Fall, wenn man abgelenkt ist. Zum Glück läuft alles glatt. 30 Minuten lang wird der Wildwuchs im Gesicht beackert. Das Ergebnis? Blank wie ein Kinderpopo. Auch Bartträger Jens erfüllt sich beim Figaro seinen Traum. Aus dem Seebärbart wird ein stylischer Spitzbart. Und auch Kunde Luke hat seine Koteletten wieder in Form bringen lassen. All das gibt es bereits für 6 bzw. 15 Euro. Und wenn es sein muss, gibt es auch noch ein Pflaster dazu. Wunderbar.